Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren am Donnerstag Q besuchen, denn Q hatte am Donnerstag Geburtstag und ist 2 Jahre alt geworden. Und ich dachte mir, das wäre doch der perfekte Moment, um einmal euch das Facts about Q Video online zu stellen. Wir haben natürlich beim Besuch auch ganz viele tolle neue Eindrücke, Bilder und auch wie kurze Videos aufnehmen können. Und die blende ich euch jetzt einfach ein bisschen ein, dann habt ihr ein bisschen was zum Gucken und gleichzeitig erfahrt ihr was über Q. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und sag bis zum nächsten Mal. Ciao! Wieso Q als Spitznamen? Das ist eigentlich ganz einfach, weil als wir Q kennengelernt haben, hatte er ja noch keinen Namen und sein Vater fängt ja mit Q an. Und am Anfang, die ersten Male, hatte ich einfach nur Kuh gesagt. Und Kuh hört sich halt einfach blöd an. Und dann hat mein Mann gesagt, wenn schon Kuh, dann als Englisch ausgesprochen Q. Und so entstand quasi Q als Spitzname. Wie ist Qs richtiger Name? Vollständig heißt Q ab sofort Quartus Rubin B. Welche Rasse ist Q? Er ist ein deutsches Sportpferd. Das setzt sich zusammen aus den Zuchtverbänden Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und rein theoretisch wäre er ein Brandenburger. Wann ist Q geboren? Er wurde am 25.05.2015 geboren. Wie ist die Abstammung von Q? Sein Vater ist Quarterback, Muttervater Lord Loxley und Muttervater Rubinstein 1. Also Quarterback mal Lord Loxley mal Rubinstein 1. Wie groß ist Q derzeit und wie groß wird er? Aktuell ist er so circa 1,63. Wie groß er werden wird, das ist schwer zu sagen. Ich denke, er wird einen 1,70er Stock mal schon erreichen und hoffe, dass er nicht viel größer wird. Wie bist du zu Q gekommen? Die Geschichte habe ich euch ja schon mal erzählt und ich blende euch jetzt oben einfach mal kurz die Links, wo ihr draufklicken könnt, zu den jeweiligen Videos ein. Soll Q Hengst bleiben oder willst du ihn legen lassen? Auch die Frage habe ich im letzten Q-Video beantwortet, aber gerne fasse ich sie nochmal euch kurz zusammen. Q wird auf jeden Fall gelegt werden, weil ein Hengst macht für mich einfach keinen Sinn. Ich will selbst nicht züchten, ich will ihn nicht zur Körung irgendwie schicken oder sonstiges. Und einfach ist es bei uns in der Region super schwer, einen Hengst ordentlich zu halten, dass der auch raus kann. Und sonstiges und daher macht es für mich einfach keinen Sinn, ihn als Hengst zu lassen. Wie lange bleibt Q noch auf der Wiese? Voraussichtlich wird er nächstes Jahr im Herbst, also 2018, zu uns in den Stall wechseln. Dann ist er 3,5, dann werden wir langsam über den Winter anfangen und einfach mal schauen, wie er sich entwickelt. Das ist jetzt natürlich noch schwer zu sagen, wie genau unsere Zukunftspläne da aussehen. Willst du Q selber anreiten und wie gehst du dann vor? Ja, aktuell habe ich vor, auf jeden Fall es selbst zu probieren. Das ist natürlich eine Herausforderung, da ich selbst einfach noch nie mit einem ganz jungen Pferd gearbeitet habe. Ich habe mir vorgenommen, das definitiv erstmal ein bisschen über Bodenarbeit und sonstiges zu heranzuführen. Wie aber genau dann der Plan aussehen wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall auch im kommenden Jahr ausführlich mit der Jungpferdeausbildung beschäftigen. Und ich werde euch auf jeden Fall mit auf unserem Weg nehmen. Möchtest du später mit Q Dressur oder Springen reiten? Also hauptsächlich würde ich sehr gerne Dressur reiten, aber das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, weil man einfach noch gar nicht weiß, wie dieses Pferd sich entwickeln wird. Springen bin ich halt natürlich nicht so favorisiert drauf, weil ich es halt einfach selbst nicht kann. Aber wir werden schauen, was die Zukunft bringt. Was sind deine Ziele mit Q? Möchtest du auch Turnier reiten? Ja, also ich habe eigentlich schon vor, auch Q dann definitiv auf Turnier vorzustellen, aber auch das ist alles noch Zukunftsmusik. Also ihr seht, wenn er Ende 2018 auch erst reinkommt, dann wird er frühestens 2019, eher sogar 2020 mal auf ein Turnier laufen. Also wir haben noch viel, viel Zeit. Kommt Q in den gleichen Stall, wo Ruby steht? Ja, so ist momentan zumindest der Plan. Haben Ruby und Q Gemeinsamkeiten? Das ist natürlich super schwer jetzt zu sagen, weil ich Q natürlich ja noch gar nicht so gut kenne wie Ruby einfach. Was beide sind, sie sind sehr verschmust, also so wie sich Q jetzt gibt. Er ist sehr kuschelig und lässt sich auch total gerne knuddeln und alles. Und ja,
Er lässt sich auch nicht so gerne das Halfter über die Ohren ziehen. Das hat Ruby früher am Anfang auch nicht gemacht, weil er hatte so ein bisschen Ohrenzwang. Weitere Gemeinsamkeiten, auch jetzt, außer jetzt das Optische, kann ich im Moment jetzt gar nicht so feststellen. Wie gesagt, dafür kenne ich das Pferd einfach noch zu wenig. Aber ich hoffe, dass ich das ein oder andere noch entdecken werde an ihm und freue mich einfach jetzt auf diese gemeinsame Zeit, die wir mit diesem Pferd verbringen werden. Und hoffe natürlich, dass das alles auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und er auch quasi seinen Platz bei uns in der Familie für immer festhaben wird. Wo steht Q derzeit? Q wohnt aktuell in einer Männer-WG mit 7 Pferden. Davon sind 3 weitere so alt wie er und die anderen sind etwas älter. 3 Stück sind schon ein bisschen deutlich älter. Die sorgen einfach so ein bisschen für die Ruhe in der Gruppe und definitiv auch für die Erziehung der jungen Pferde. Sie stehen momentan auf einer Wiese, die ungefähr 6 Hektar groß ist. Also Platz ohne Ende, traumhaft schön, gelegen im Wald. Ja, und ich glaube, er fühlt sich sichtlich wohl, wie ihr jetzt auch in dem Video sehen konntet.